Rinaldin stellt den von Logan produzierten Passepartout-Schneider Logan 301 vor. Das Video ist von Logan gedreht worden. Der Schneider Logan 301 besteht aus einer Schnittbasis, einer parallelen Schnittführung, einer Schnittführungsschiene, dem Schneider L2000. Der Schneider L2000 schneidet, indem man ihn nach vorne schiebt und nicht nach hinten zieht. Er hat ein Etikett mit Markierungen, die den Schnittanfang und das Schnittende angeben. Er ist außerdem mit zwei schwarzen Führungen versehen, die es ermöglichen, den Schneider an der Führungsschiene einzuhaken. Das Schneideset beinhaltet auch das Messer L500, das die Einstellung seiner Klinge in drei Positionen ermöglicht. Ebenfalls beigefügt sind einige Reserveklingen. Um die Klinge im Schneider L2000 zu installieren, schrauben Sie den kleinen Bolzen, der die Klinge befestigt, auf, führen Sie eine Klinge mit der scharfen Kante nach unten im Klinkensitz ein und lassen Sie sie gleiten, bis sich das ovale Loch der Klinge mit dem Loch des Klingensitzes überlagert. Schrauben Sie den Bolzen zu, um die Klinge zu fixieren. Um die Klinge im Messer L500 zu installieren, schrauben Sie den kleinen Bolzen auf, entfernen Sie den Klingenschutz und führen Sie eine Klinge mit der scharfen Seite nach unten ein. Führen Sie den Klingenschutz wieder ein und schrauben Sie den Bolzen zu. Um einen Karton auf 90 Grad zu schneiden, schieben Sie ihn unter die Führungsschiene. Wenn erforderlich, regulieren Sie die Klingentiefe des Messers. Um zu schneiden, halten Sie das Messer in vertikaler Position. Um ein Passepartout mit Schrägschnitt zu schneiden, entfernen Sie zuerst den Schutzkarton. Stellen Sie die Breite des Passepartouts ein. Geben Sie den Schutzkarton wieder ein. Führen Sie das Passepartout mit der Vorderseite nach unten ein. Ziehen Sie mit einem Bleistift die Schnittlinien. Hacken Sie den Schneider L2000 an der Schiene ein und schieben Sie ihn nach vorne, bis die Markierung des Etiketts die mit Bleistift gezogene Linie kreuzt. Drücken Sie die Klinge nach unten und schieben Sie den Schneider nach vorne, bis die Markierung die mit Bleistift gezogene Linie trifft. Wiederholen Sie den Vorgang an den anderen Seiten des Passepartouts. Sie finden den Passepartout-Schneider Logan 301 im Rinaldin-Katalog und im Website www.rinaldin.com mit dem Code L301.